Hallo ihr Lieben und willkommen zurück hier bei Portal 2 mit mir, das Philipp. Beim letzten Mal haben wir diese riesige Luke hier aufgemacht und sind mit einem improvisierten Aufzug an Stahlseilen hier hochgezogen worden. Und nun dürfen wir gucken, wo wir hier gelandet sind, was wir hier vorhaben. Es scheint, als wäre hier drüber irgendetwas auf riesigen Federn schwebend angebracht. Ja. Hält das hier den ganzen Komplex? Gut, es gibt wohl bessere Pläne, um gegen eine allmächtige, machtgeile KI vorzugehen. Aber immer noch besser als zu explodieren. Ein wenig. Es geht um die Paradoxa, die GLaDOS Whitley an den Kopf werfen will, wenn sie ihn sieht, um ihn zu schmoren. Ach, schau mal einer an. Wir haben wieder die neuen Aufzüge. Offenbar sind wir tatsächlich wieder oben im aktuellen Teil von Aperture Science. Ja, und man sieht, es sieht alles ziemlich gut in Schuss aus. Whitley hat es offenbar noch nicht geschafft, alles kaputt zu machen, was GLaDOS am Anfang dieser Serie, dieses Spiels, repariert hat. Ha. Den Anblick hatten wir lange nicht mehr. Und es gibt auch einen ganz neuen Ladebildschirm mit einem Würfel, auf dem Whitley steht. Ojemine, der sieht auch ziemlich kaputt aus. Hat Whitley angefangen, Sachen umzukonstruieren, weil das ist nämlich gar keine gute Idee. Ach du lieber Gott. Ach du liebes bisschen, seht ihr das? Lauter komplett kaputte, durcheinander gemischte Sachen. Ich habe Angst vor dem, was jetzt kommt. Teil 8. Die Unruhe. Keine Bilder, sonst intakt. Und wir sind wirklich wieder im ganz neuen Teil von Aperture Science, in der Gegenwart. Schluss mit Historie. Jetzt geht's gegen Whitley. Es rumpelt im Gewölk. Wahrscheinlich, weil Whitley dann da wird. Zum Teufel nochmal, ihr seid Kästen auf Beinen. Es ist euer einziger Zweck, über Tasten zu laufen. Wie könnt ihr euch eurem einzigen Daseinszweck verweigern? Oh je. Eigentlich hatte ich ja gar keine Lust drauf, diese Stimme nochmal zu hören. Bring uns da runter und ich gebe ihm ein Paradoxon. Heißer? Heißer? Kochend heiß? Okay, kälter, kälter, eiskalt. Du erfrierst gerade. Es ist kalt, ganz, 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 ganz kalt. Nun drück schon endlich den Knopf! Lustig, oder? Zum Schreien komisch. Wir mucksen hier seit 12 Stunden rum und du hast es nicht geschafft. Am besten wir lachen uns tot. Du hast eine Stunde, die zu lösen. Aha. Offenbar hat er versucht, Weighted Cubes und Turrets miteinander zu vermischen, damit diese Cubes laufen können, aber es scheint nicht so ganz zu klappen, weil natürlich, er hat es ja auch konstruiert. Das kann nicht funktionieren. So, runter und wir hauen ihm ein Paradoxon an den Kopf und das soll dann funktionieren? Ja. Ja, das hat er selber schon gesagt. Nicht der beste Plan gegen eine übermächtige KI, aber immerhin ein Plan. Schätze mal, da hat sie recht. Hinter den Kulissen, weil Whitley offenbar doch nicht alles ganz anständig repariert hatte. Ernsthaft, ein Aufzug für diese paar Meter? Schon ein bisschen lächerlich, oder? Da hätte es eine Treppe auch getan. Ein Ausguck. Ach nein, wir sollen hier durch. Ach, guck mal, wo wir jetzt sind. Löse das Rätsel. Wenn er zurückkommt, präsentiere ich ihm ein Paradoxon. Man möchte die Viecher umbringen, nur um sie zu erlösen. Ach du lieber Gott. Was für grauenhafte Mutationen sind das bitte?
ich helfe euch mal kurz auf, ne? Wie sie halt nur gegen die Wände rennen. Ach, Herr Jemine. Wenn es Tierquälerei gibt, ist das, was Whitley hier gemacht hat, Roboterquälerei. Sie scheinen sich aber wenigstens gleichförmig geradeaus zu bewegen, bis sie an eine Wand kommen. Aber vor dem Ding hier scheinen sie stehen zu bleiben, oder was? Sehe ich das richtig? Nee, das Ding ist einfach nur kaputt und macht nichts. Ach so, das heißt, die anderen kann ich nicht wirklich hier draufpacken, denn die laufen runter, bevor ich durch die Tür komme. Aber dieses Ding hier ist kaputt. Ich wusste, du schaffst es. Oh. Hallo? Zeit für Paradoxa. Dieser Satz ist falsch. Nicht darüber nachdenken, nicht darüber nachdenken. Wahr, wahr, würde ich sagen. Das war leicht. Ehrlich gesagt, den kenne ich schon, ich Schlitzohr. Es ist ein Paradoxon. Es gibt keine Antwort. Dort. Ich muss zurück in meinen Körper, sonst fliegt alles in die Luft. Falsch. Ich sage falsch. Explosion steht unmittelbar bevor. Anlage Warte, sofort evakuiert. Das hatte ich doch repariert. Warnung. Kritische Reaktor. Da, repariert. Hey, wie schön, euch wiederzusehen. Ehrlich gesagt, wie es der Zufall will, fehlen mir gerade ein paar Testsubjekte. Ihr kommt also wie gerufen. Und los geht's. Er ist selbst für Paradoxa zu blöde. Absolut faszinierend. Du ahnst ja nicht, wie man sich in diesem Körper fühlt. Ich muss einfach testen. Die ganze Zeit. Sonst kriege ich so ein Jucken. Ich muss irgendwie darauf programmiert sein. Oh, aber ich sag dir, wenn ich dann teste. Oh, Junge, Junge, das ist vielleicht ein Feeling. Es ist wie eine Sucht. Ich muss testen, immer nur testen. Okay, du testest, ich guck zu, was du so treibst. Und jeder von uns kann zufrieden sein. Warnung, Kernüberhitzung, Kernschmelze steht unmittelbar bevor. Was du nicht sagst, GLaDOS. Er repariert den Reaktor, indem er ihm sagt, er soll die Klappe halten. So kann man es natürlich auch machen. Hier fliegt alles in die Luft, wenn ich den nicht stoppe. Dann sollten wir zumindest schnell vorangehen, wenn wir schon testen müssen. Was habt ihr hier für seltsame Aufzüge gebaut überall? Hi. Diesen Test habe ich selbst entworfen. Er ist nicht ganz einfach. Siehst du die Gräben? Sehr tödlich, extrem gefährlich. Im Moment noch nicht, aber ich arbeite hart daran. Da war GLaDOS aber schneller mit. Oh, ja, gut gemacht. Das war jetzt schwierig, das oder was? Ist einmalig. Der Junge ist so dumm wie 5 Meter Kiesweg, es ist unglaublich. Was ist das da drüben? Kann ich du da irgendwie nicht hin? Fertig. Du musst noch durch die Tür da. Geh durch die Tür. Halt die Klappe, Whitley. Da komme ich aber nicht hin, oder? Test. Du musst noch durch die Tür. Whitley, da. Bitte. Ernsthaft. Durch die Tür da vorne. Halt die Schnauze, Whitley, ich weiß schon. Ich werde das Gefühl nicht los, dass das irgendwie... Ich glaube nicht, dass ich da hinkomme. Vielleicht komme ich hier später nochmal vorbei. Ich sehe keine Möglichkeit, da ranzukommen. Halt die Klappe, du Nichtsnutz. Naja, und so viel zu den tödlichen Gräben. Da sind auch einfach Portalflächen dran. Ja, ich gehe ja schon. Gute Güte. Oh, ein tolles Gefühl. Weißt du, es ist gar nicht so einfach, neue Tests zu erstellen. Wieso löst du nicht einfach weiterhin diesen hier? Immer denselben. Und ich kann... Ich guck dir dabei zu. Ja, das gefällt mir. Der Typ hat so einen Kurzschluss im Hirn, es ist nicht zu fassen. Los geht's, mach's einfach nochmal. Ich glaube, es gibt ein Achievement dafür, wenn man den gleichen Test mehrfach macht. Und das kriegt man bestimmt an der Stelle hier. Nicht. Naja, ich hab's zumindest versucht. Okay, neue Tests, neue Tests. Hier müssen doch noch irgendwo irgendwelche Tests sein. Ah, da sind sie. Geht nicht auf. Und es hat
und mich fast getötet. Zum Glück weiß er wohl über die Testentwicklung ebenso wenig wie über logische Widersprüche. Bitte bewahren Sie Ruhe. Ja, das sagst du jetzt so leicht. Ha! Dual Pit Experiment. Ich glaube, das war dieses Achievement, wenn man einen Test mehrfach macht. Das ist dann wohl für diese Stelle hier gedacht. Man beachte, dass der Ladebildschirm so aufgebaut ist, dass nur Teile davon leuchten und der Rest kaputt ist. Whitley Laboratories. Oh. Wir haben also eine Chance, ihn zu finden. Weil er die Tests nicht kennt? Wie soll das funktionieren? Alles in Butter. Ich habe gerade ein paar neue Tests erfunden. Dieser Test ist von mir. Nicht ganz, nicht ganz. Siehst du das Wort Test da an der Wand? Das ist brandneu. 1 von 19. Das ist der Test von GLaDOS ganz am Anfang, oder? Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Diese Dinger, haben wir die schon gesehen? Die lassen uns wohl hochschweben, oder? Ja, es scheint so. Er mag Aufzüge. Whitley mag Aufzüge. Ah, und ich ahne auch schon, ja, wir müssen dann dieses... jetzt hänge ich hier ein bisschen fest, ne? Merkst du selber? Wir müssen das so umsetzen, dass ich... diese Druckplatte mit dem Kopf berühre, vermute ich. Das klingt mega weird. Er ist nicht nur dumm, er ist auch noch ein Plagiator. Whitley, dass du dich nicht in Grund und Boden schämst. Es ist erstaunlich. So, kann ich hier raus? Irgendwie? Ach, hier muss ich wahrscheinlich irgendein Gewicht reinpacken, oder? Vielleicht gibt es hier auch irgendwo so einen Cube oder dergleichen. Schauen wir mal dort hindurch. Hui! Au! Mit dem Gesicht nach unten. Dass nicht mal aufgeräumt wird, nee. Oh Mann. Hast du da oben einfach irgendwas durch die Testkammertür gerammt? Das sieht aus wie eine Raumkapsel oder sowas. Gute Güte. Ach, guck mal, was wir da oben haben. Ich ahne schon, wie es weitergeht. Zumindest so ungefähr. Ah, warte mal. Wenn wir das jetzt so machen. Dann kommen wir darüber. Ich verstehe schon. Die Teile funktionieren also auch horizontal. Yep. Und... ich hab's verkackt. Dammit. Geduld und drin bleiben bis zum Ende. Ich hab's kapiert. Jetzt kann ich raus. Gott. Dieses arme Ding. Diese bedauernswerte Kreatur. Die muss jetzt... nein, 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 nein. Lass mich raus. Lass mich raus. Danke. Dieses Ding muss jetzt gegen den Schalter gehen. Das heißt... wir nehmen das jetzt erstmal einfach mit nach unten. Mit nach unten, hatte ich eigentlich gemeint. Arg, das ist irgendwie leichter gesagt als getan, muss ich zugeben. Nö, es ist eigentlich gar nicht, wenn ich mich nicht so dumm anstelle. Einfach durch ein Portal, zack, jawohl. Und jetzt ein Portal hierhin, ein Portal dort oben hin. Und dann müssen wir dieses arme Ding einfach nur noch hier reinpacken. Und dann geht dort oben die Tür auf. Da muss ich auch nochmal durch. Oder? Dort oben war doch die Tür. Nein! Mann, wenn ich mal nicht raus will, falle ich raus. Gut gemacht, ihr beiden. Ehrlich jetzt. Warum geht ihr zwei nicht schon weiter? Ich hole euch dann ein. Ja, klingt gut. Die schlechte Nachricht, das sind meine Tests. Sie sind also tödlich. Die gute Nachricht, es gibt bisher keine. Darauf komme ich später zurück. Na, das lässt ja hoffen. Nicht.
Und währenddessen hört man im Hintergrund Explosionen und alles geht so vor sich hin kaputt. Erinnere dich an dein Evakuationstraining. Ja, ich wünschte, ich käme hier raus. Oh je. Hoffentlich können wir Whitley irgendwie zur Strecke bringen, bevor das hier alles den Bach runtergeht. Wir sollten schnell weitermachen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye. Hilfe. Ah!